Hi, mein Name ist Deon, ich bin von Tiabo, der Produzentenpart. Yo, was geht? Ich bin Lucy von Tiabo, Sänger und Rapper von Tiabo, Stimme von Tiabo. Wir haben jetzt gerade am Freitag, am 7.2. ein neues Album rausgebracht namens Rayok. Ich erzähle euch ein bisschen was über unser neues Album. Ja, und darüber sprechen wir heute. Also am krassesten waren für mich ehrlich gesagt unsere Touren seit unserem letzten Album Oh Lucy. Wir sind immer sehr darauf bedacht, live zu spielen. Das heißt also, es gab eine Oh Lucy Tour, die ist auf jeden Fall als Meilenstein zu sehen für uns selbst. Wir haben erstmal die Oh Lucy Tour gespielt und jede Menge Festivals. Haben knapp 20 Festivals gespielt. Davor durften wir noch mit Mike Shinoda auf Tour und haben ihn bei 3 Deutschland-Dates begleitet. Das war auch wahnsinnig krass. Haben eine EP rausgebracht, Bitte Lächeln. Und dann nochmal eine Tour gespielt, die Headline-Tour. Das war so eigentlich das Schönste, weil du da am ehesten siehst, was sich verändert hat, beziehungsweise wie viel mehr Menschen zuhören. Also nach Oh Lucy war es so, dass wir für neue Musik halt erstmal so eine kleine Blaupause gebraucht haben. Und haben gedacht, ey komm, dann machen wir jetzt erstmal ganz frei und unbefangen Musik und machen eine EP. Nach der EP waren wir, glaube ich, einfach wieder kreativ so frei, dass wir gesagt haben, so jetzt ist an der Zeit, irgendwie ein Album zu machen. Und wir wollten nicht irgendein Album machen, sondern wirklich ein großes. Demnach sind auch 20 Anspielstationen drauf und so. Das war uns da insgesamt sehr wichtig. Also uns ist es grundsätzlich wichtig und deswegen haben wir das Album auch so genannt, wie es heißt, also Rayok, dass wir endlich mal, sagen wir mal, ein Statement für uns selbst und aber auch für die Welt da draußen setzen, weil wir vor allen Dingen sehr oft gefragt werden, was ist denn jetzt euer Sound und wie setzt er sich zusammen und in welches Genre kann man das einordnen? Wir haben wahrscheinlich die Hip-Hop-Rappigsten Songs, die wir hier gemacht haben da drauf und wir haben auch Songs drauf, die sind nur noch Rock und das soll sozusagen der Topf sein für die nächsten Jahre, aus dem wir uns dann immer noch mal bedienen können. Und so war es dann auch mit der Feature-Auswahl. Klar, aus unterschiedlichen Bereichen, aber es sind halt alles Leute, die wir sehr bewundern und deswegen war es uns wichtig, da auch eben diesen Mix irgendwie auch bei den Features mit aufs Album zu bringen. Also ich denke, Vorbilder für uns sind da in gewissermaßen in der Art und Weise, unsere Musik zu machen. Auf jeden Fall Leute wie Crow oder auch Casper oder so. Einfach Leute, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt was getraut haben, was sich andere nicht getraut haben und damit eine Welt aufgemacht haben. Und das haben wir natürlich beobachtet und natürlich war es auch Anlass für uns, das quasi für unser Genre zu machen, damit wir quasi diese Position einnehmen können. Dann aber ein Big Baller zu werden, wie die beiden es gemacht haben, das ist hoffentlich auch unser Weg. Das, die Frage, die kann wahrscheinlich sogar Lucy noch besser beantworten, aber ich muss sagen, jetzt von Produzentensicht, ich bin ein bisschen später erst so wirklich auf Hip-Hop gekommen. Auf jeden Fall Machine Gun Kelly, den wir ja auch mal auf einer Tour begleitet haben, auf Deutschland-Shows. Bei dem wir auch Inspiration nehmen, wie Machine Gun Kelly ist super, super interessant. Sachen wie Linkin Park, die ja auch Rap enthalten. Bestimmt auch ein Post Malone. Ansonsten natürlich auch Post Malone oder auch Travis Scott, der ganze A$AP Mob oder so. Das sind natürlich alles Sachen, die wir auch hören und die uns inspirieren. Also gibt es, glaube ich, eine Reihe an Künstlern, die für mich persönlich eher so aus dem moderneren kommen, als jetzt die, die ein bisschen länger schon dabei sind. Der Kern ist in der Tat, im Sound zu sehen insgesamt, also im Sound und in der insgesamten Grundthematik auch der Lyrics. Wir haben eine Kombination aus halt den beiden Feldern, aus denen wir kommen, aus dem Hip-Hop, aus dem Rap und aus dem Rock. Es geht wie immer viel um Liebe, wie es bei Tiavo immer schon viel um Liebe ging. Und natürlich sind da auch Representer drauf und sind da auch Nummern drauf, wo wir halt verteidigen, was wir tun und so. Aber im Insgesamten ging es wirklich mit diesem Album darum, unsere Welt, unsere Tiavo-Welt einmal perfekt erklärt zu haben mit allem, was sie in sich trägt. Und lyrisch erzählt es auch ganz gut, dass es eine Auseinandersetzung ist mit der eigenen Persönlichkeit, sagen wir mal, diese innere Zerrissenheit und immer wieder im Abwechseln mit einem Glücksgefühl, aber auch Verarbeitung von menschlichen Beziehungen, die sowohl, sag ich mal, musikalisch als auch lyrisch dargestellt werden. Ich glaube, das ist so die Hauptessenz von dem Album. Also im Großen und Ganzen arbeiten wir natürlich darauf hin, irgendwann in Saarbrücken das Ludwigsparkstadion ausverkaufen zu können. Das ist so das Big Picture oder das große, große Ziel. Auf dem Weg zu dem Traum freue ich mich auf ganz, ganz viele Meilensteine. Natürlich, wenn uns jetzt jemand sagen würde, du kannst morgen Tausender spielen, so, dann sage ich nicht nein. Aber ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir diesen Step-für-Step-Weg dahinter uns bringen, weil man immer wieder was hat, worüber man sich freuen kann. Also wir selbst sehen uns, und das ist das große Ziel, als
Stadionband, würde ich sagen. Das sind immer so Fragen, die so ein bisschen, wo man so denkt, boah, das da ist schwierig halt, ne? Die Band Tiavo macht für mich aus, das ist ein andauerndes Spiel von Gegensätzen. Und ich glaube, das ist, findet schon runtergebrochen bei unseren beiden Persönlichkeiten statt. Nicht mal die Ecke, wo wir herkommen, dass du sagst Rap und Rock, sondern einfach, weil wir, glaube ich, als Personen so 180 Grad anders sind. Ich denke, uns macht aus, dass wir beide als Duo unheimlich gut zusammenpassen und unheimlich gut harmonieren. Wir machen unsere Musik von Anfang bis zum Ende gemeinsam. Das, was am Ende rauskommt, ist unser gemeinsames Bestes. Es gibt aus der griechischen Mythologie so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, von wem es stammt, von welchem Philosoph, aber also irgendwann bricht ein Stein in zwei. Und für halt eben den Fortbewegungsprozess halt nochmal richtig oder besser hinzubekommen, muss er die zweite Hälfte finden. Und ich glaube, das haben wir gerade. Und wir bauen das auf, dass wir halt weiterrollen können zusammen. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass das perfekte Zusammenspiel aus uns beiden, aus unseren beiden Welten unsere Stärke für die Zukunft auf jeden Fall darstellt, ist. Ja.